Und es zubbelt und es zubbelt und es zubbelt. Frisch rausgeschmissen. Und es geht los. Aber genauso muss es sein, wenn man mal wieder ein bisschen Cash braucht und auf Brasse aus ist. Naja, immerhin schon mal eine kleine Brasse. Raus damit und weiter versuchen. Ich habe jetzt hier gerade 3, 4, 5, 6 Mal rausgeschmissen mit der Futtermische. Ich glaube, ich schmeiße hier einfach noch mal ein paar Mal hinterher mit der Futtermische in die tiefe Stelle, denn Brassen sind verfressen und dementsprechend muss man hier auch Futtermische reinballern. Heißt also für dich als Brassenangler oder wenn du sagst, alles klar, wenn ich mal groß werden will, dann will ich auch mal Brassen kloppen, weil das bringt übelst die Kohle. Immer schön von vornherein. So, Futtermische mit Skillen. Für Giebel, Karauschen, Rotaugen, alles als Skillen und machen und produzieren und verwenden. Zack, damit man dann später schon schön geskillt ist und dann auf Brasse gehen kann. Nochmal 900 irgendwas auf Perlengraube. Perlengraube scheint zu lüppen. Jetzt machen wir hier mal einen dickeren Haken dran. Viererhaken ist ein bisschen zu klein. Also Einserhaken. Und wieder raus damit. Zack. Nicht so schlecht. Ich teste gerade ein bisschen die Köder. Klassisch, man sucht sich eine Stelle, wo die Brassen sein können. Wo können sie sein? Map aufmachen, alte Festung, klassische Location, immer wieder gut fürs Brassenangeln. Location hier unten, durchaus möglich, ob das nur hier ist oder hier, shitty goal. Dann eine Möglichkeit hier in diesen Stellen, ob das nur hier ist von der Seite, ob das hier ist oder ob das hier ist, testen. Nächste Dingen, 6 Meter Loch, testen, testen, 2,5 Meter Loch, testen, testen, testen. Ich glaube, man hat so viel zu tun, wenn man auf Brasse ist. Gibt genug Stellen. Dann geht es weiter mit dem Testen. Nicht nur die Location testen. Wenn man eine Location hat, so wie ich jetzt hier gerade im unteren Bereich, dann testet man die verschiedenen Ködern. Bäm! Das wollen wir haben, das Teil. Das ist eine Brasse mit einem vernünftigen Gewicht. 1,8 Kilo. Schmeckt. So, heißt also, wir testen als nächstes die Köder. Perlengraupe. Lübt. Sieht gut aus. Was haben wir hier dran? Klassischer Köder. Erbsenbrei. Lübt bisher überhaupt nicht. Also Erbsenbrei wieder rausnehmen. Anderen Köder testen. Heißt also, wir haben die Möglichkeit zum Beispiel Knoblauchteig zu nehmen. Da ist er. Zack. Knoblauchteig. Gleiche Stelle wieder auswerfen. Abwarten. So. Dann klassischer Köder, aus Urzeiten sogar schon. Na, wo ist er? Da ist er. Mistwurm. Übrigens Universalköder. Immer wieder geil. Da können sogar auch Karpfen reingehen. Und weiß der Geier was? Da kann der Aal drauf einsteigen. Deswegen habe ich den auch draußen, denn es ist momentan, speziell hier in dieser Area, wurden auch schon wieder Aale gefangen zuletzt. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Also, dann ändern wir den aber eben ab. Kein Ergebnis die ganze Zeit. Ändern wir auf einen anderen Köder, zum Beispiel Quarkteig. Funktioniert auch immer mal wieder. Raus damit. Quarkteig hat halt ein bisschen den Nachteil, es ist ziemlich teuer. Man kann ihn erst ab Level 16 herstellen, weil man dann eben zum Koori fahren kann und dort den Quark kaufen kann. Deswegen ist das ein bisschen meh. Aber Perlengraube, Alter. Da ballert aber auch wirklich anders wild die 900 Gramm rein. Die wollen wir gar nicht, ey. Aber immerhin bis jetzt Ergebnis. Perlengraupe scheint zu laufen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre hier mal ein bisschen eher hingegangen, vielleicht so gegen 18 Uhr und nicht erst so gegen 22, 23 Uhr war ich ja erst hier. Ja, dann wäre das ja nicht so schlecht gewesen. Schon mal vorher anfüttern schön, den Spot vorbereiten, dass die Brassen auch ordentlich da sind. Und dann kann man halt vorher schon mal antesten auf den Köder, wo halt die meisten Brassen schon mal zuppeln. Auch wenn es anfangs nur die kleinen sind tagsüber oder an den frühen Abendstunden. Dann ist halt entscheidend, wie es in der Nacht weitergeht. Oder das entscheidet dann schon mal
vorher, welcher Köder überhaupt akzeptiert wird. Und dann kann man in der Nacht eben die großen nehmen. Hier ist auch ein kleines Gezuppel jetzt gerade auf dem Knoblauch. Na, ob das eine Brasse ist, das zuppelt so zaghaft. Jetzt ist es, glaube ich, dran. Hebebiss, ja. Oh ja, na, guck mal da. Was haben wir denn da Schönes? Gewicht passt. Vom Setup gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, schön. 1,8er Brasse, schmeckt. So, und wieder raus. Ich habe mir übrigens ein Ziel hinten markiert, sozusagen. Ich habe da hinten diesen Baum als Ziel. Das heißt, ich aime ungefähr immer in die Richtung, damit das Futter auf 15, 16 Meter hier geklippt, dass das dann auch hier immer wieder an der gleichen Stelle landet. Muss man ja haben. Man will ja auch, wenn man anfüttert, an der gleichen Stelle platziert haben. Da war irgendwas Komisches jetzt gerade dran. Ich ändere, glaube ich, jetzt nochmal eben auf Knoblauch. Das scheint ja ganz gut abzugehen hier. Nächster Kandidat. Heißt also, hier ändern wir. Und das ist dann eben auch wichtig, wenn man merkt, okay, der Köder lübt, direkt umändern für die Brasse, um dann hier auf Masse zu gehen. Brasse ist Masse. Ganz klar. Und das macht es eben auch aus bei der Brasse, weil das Viech so verfressen ist, weil davon so viele rumschwimmen, will man dann eben auch zusehen, dass man auch die dicken Brocken in Masse kriegt. 3,3 Kilo schmeckt. Weiter geht's, raus damit. Und damit macht man dann eben die Kohlen. Ganz geil, wenn das jetzt schon so mitten in der Nacht gut läuft, gar nicht verkehrt. Noch geiler natürlich, wenn es dann bis in die Morgenstunden geht. Ganz gut geht es in der Regel so ab 4, 5 Uhr morgens nochmal wieder los. Und dann kann das so bis ungefähr 10 Uhr laufen. Wenn das jetzt gleich der Fall ist, ist das ein sehr, sehr, sehr guter Spot. Das ist halt wichtig. Also, Köder haben wir schon mal festgestellt. Knobi geht ganz gut. Perlengraupe ist durchaus eine Option. Erbsenbrei war nicht so geil. Und Mistwurm war jetzt hier für Brasse auch nicht der Burner. Aber im Großen und Ganzen sieht es schon mal nicht so schlecht aus. Doch, jetzt zuppelt hier noch was. Auch auf dem Knoblauch, ne? Genau, links und rechts der Knoblauch. Knoblauch macht tatsächlich gerade das Rennen. Ja. Da hat auch Perlengraupe keine Chance dagegen. Zack, die nächste. Solange die über einem Kilo sind, ist doch alles schön. Setup, eigentlich, ich würde sagen, fast egal. Das, was du hast. Man kriegt ja die Fische auch auf ein viel zu kleinen Setup rein. Man drillt dann halt entsprechend länger. Guck mal, auch der Fisch, hier muss ich schon ein bisschen kämpfen und drillen. Passiert halt. Das heißt, dann immer schön aufpassen, Bremse nicht zu hoch, dass er nichts abreißt. Und dann ran mit den dicken Dingern. 3 Kilo, fette Brasse. Bäm. Schmeckt. So. Dann wieder raus. Und gib ihm. Ein bisschen weg. Ein bisschen abgetrieben. Aber es passt schon. Also, gucken wir nochmal eben rein. Vom Setup her. Ne? Ich bin halt hier mit den kleinen, leichten Ruten, die ich halt immer gerne nutze für kleine Fische. Aber wenn ihr hier mit der normalen Fiederrute steht, Fiederset-Start zum Beispiel, überhaupt kein Problem. 4-5 Kilo Tragfähigkeit habt ihr dann ungefähr, reicht gänzlich aus. Wenn ihr ein etwas fetteres Setup schon habt, würde ich auch nicht weit über diese 7 Kilo gehen, vielleicht 9,7er Vorfach noch. In jedem Fall würde ich unter 10 Kilo bleiben. Die Brasse ist doch recht vorsichtig oder zählt da doch als recht vorsichtig. Und da dann doch lieber so ein bisschen mehr in den Drill gehen. Man kann hier, glaube ich, auch ganz gut mit einem 6,4er Vorfach stehen. 1er-Haken durchaus und ja, ruhig so einen getarnten Futterkorb, wenn schon machbar, auch finanziell machbar. Und dann raus damit. Hauptschnur, ne, nicht so wirklich wichtig. Das Wichtige ist ja hier vorne, spielt sich ja hier ab. Hakengröße 1er, dünneres Vorfach, Futtermische, richtiger Köder, Attacke Vollgas. So, ich nehme auch hier die Perlengraupe mittlerweile jetzt einfach mal raus. Und auf dem Set testen wir jetzt mal deutlich feiner das Ganze. Das heißt, auch hier gehe ich jetzt mal runter vom Vorfach. Wir gehen da jetzt zart dran mit 6,4, 5, mit 5,4er Vorfach sogar, 25 cm Länge. Das bleibt soweit, 1er Haken, aber auch hier den Knoblauchteig. 15, 16 Meter hatten wir. Bremse runter machen, wir haben jetzt eine feinere Schnur dran. Das heißt, damit hier nichts abreißt, natürlich die Bremse runter.
und weitermachen. Bedeutet also, wenn da jetzt gleich so eine 3-Kilo-Brasse reingeht, muss ich die schon ein bisschen mehr drillen. Die haben dann schon Bock. Auch hier gehe ich nochmal ein bisschen feiner dran. Auf 6,4. So, zack, halt, Bremse nicht vergessen. Erstmal schön weit runter, hochstellen kann man sie immer noch. So, und es zubbelt und es zubbelt. Sehr schön. Ja, geil, ey. Macht einfach mal wieder Bock. Und das ist einfach auch für mich so ein Angeln, wo ich sage, boah, ich will mal wieder ein bisschen Frequenz haben. Ich will jetzt nicht irgendwie ewig warten, so beim Karpfenangeln und die dicken Dinger und nö, einfach mal so auf entspannt, mal so nachts, wo du dann denkst, ach ja, was mache ich denn jetzt in der Nacht? Ja, einfach mal so schön entspannt auf ein bisschen Brasse kloppen, kohlemäßig immer okay. Ich bin gleich gespannt, ich guck gleich natürlich nochmal in den Kescher rein, was dabei so rumkommt. Aber bisher würde ich sagen, ist die Location gar nicht so schlecht. Gerade nochmal schnell im Discord geschaut, da ist der Spot tatsächlich ja auch schon markiert. Helvetica steht hier auch schon und angelt und zieht hier die Brassen raus. Sehr gut, an dieser Stelle eher 33, 31, aber auch da landet man natürlich hier an den Stellen. Also ganz klassisch, diese Stellen immer wieder testen und ihr seht, es funktioniert sehr gut. So macht man das, einfach rein und testen, so soll das sein. Zack, oh. Abgeflutscht. So muss das sein. Ja, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Jetzt haben wir gerade die Morgenstunden. Ich bin gespannt, ob jetzt hier halt noch ein bisschen was geht. Habe ich den jetzt das zweite Mal vertrieben hier, den Fisch? Jetzt aber das dritte Mal. Jetzt muss er reingehen. Genau. Und wenn es hier an der Stelle mal nicht geht, das heißt, du guckst jetzt das Video vielleicht 3-4 Tage später, dann lüppt das hier an der Stelle nicht. Zack. Einen Schuh machen. Hier hingehen, hier hingehen, hier hingehen. Wie gerade schon gesagt, die verschiedenen Spots genauso testen, wie ich jetzt hier auch gerade die verschiedenen Köder getestet habe. Ausprobieren. Und was ist, wenn du die Futtermische noch nicht machen kannst? Dann hau dir selbst auf die Finger und seh zu, Alden. Seh zu, dass du die Köderbeschaffung machst. Ganz, ganz wichtig, weil sonst geht das hier nicht so richtig weiter. Brassenangeln ist für den Anfang gerade so zwischen Level 12 und Level 20 und auch über Level 20 immer noch eine ganz sichere Einnahmequelle und es lübt einfach immer mal wieder gut. Heißt also Köderbeschaffung. Ist das Köder? Nee, ist es nicht. Ist es Futter. Köderbeschaffung auch, denn da muss man natürlich hier, ich sag mal, bis zu dem Knoblauchteig auch skillen. Heißt, die Schippe kaufen, zwischendurch immer mal wieder schaufeln für Würmer und Co. Brotmasse herstellen, einfach mal 500 Baguettes durchjubeln, das kostet nicht die Welt. Kartoffelwürfel natürlich auch machen. Ich habe da ein ganzes Video zu gemacht, zu dem Skillen, wie die Skillpunkte verteilen und wie und wann das Skillen halt angebracht ist. Einfach mal reinschauen. Angelfutterzubereitung natürlich genauso wichtig, dass man dann hier mit zu dem Maismehl, wo ist das hier, Hanfsamen, Schoko, ist das hier nicht vier, Erbse gemahlen, Fenchelwurm gehackt. Es ist nicht so wahnsinnig weit bis zur Brassenmische und dann kann man hier sind sie, die ganz normalen Brassenmischen herstellen. Perlengraupenbasis ist der Punkt und Anisöl, das sind die beiden wichtigen Komponenten, die muss man herstellen können. Genau, und da haben wir schon das Anisöl, das ist sogar auf der 3 hier gelegen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Auf der 3 ist das Anisöl, haben wir die Perlengraupe vorher schon. Perlengraupe ist vorher, also es ist gar nicht so weit, das kriegt man tatsächlich hin. Einfach mal ein bisschen durchziehen und skillen, hoppala, und hier geht es schon wieder ab. Ei, 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 ei. Und langsam hochdrehen, das waren ja jetzt hier die Routen, die ich ein bisschen runtergestellt habe von der Bremse. Zack, und da sind die nächsten dicken Brassen. Die wollen wir alle haben hier. Die dunkelbraunen. Das sind die schicken. Ei, ei, ei. Auch wieder ein Brocken. Sehr gut. Und da zuppelt es weiter. Ja, tipptopp. So muss das. Yep. Komm ran hier. So muss das. Und auch da drüben zuppelt es weiter. Sehr gut.
Guck mal, die hatte ich gar nicht so ganz weit ausgeschmissen, aber der Futterradius von 2,5 Meter, der reicht ja auch bis da vorne noch hin. Kann man gut machen. Weiter geht's. Hep. Rausziehen die Brocken. Ich würde sagen, Petri Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, gern einen Daumen da lassen für den Kanal. Beziehungsweise den Kanal abonnieren und einen Daumen da lassen fürs Video. Macht viel mehr Sinn. Hilft mir mega. Dankeschön. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos dann oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Na, ich wollte doch noch reingucken, was das Ganze denn so gebracht hat. Und gucke mal da, 3x2,6, die haben wir tatsächlich im Sack. Das geben wir natürlich gleich gerne ab hier. 78 Silber on top. Wenn wir das jetzt nicht hätten, diesen Auftrag, das wäre natürlich auch, ist ja auch natürlich viel zu nice gerade. Dann gucken wir mal hier eben, also von der Fangzeit hier jetzt gerade, ja ich sag mal gut 20 Minuten jetzt hier gestanden und in Gänze haben wir jetzt in den 20 Minuten 142 Silber gemacht und das mit Low Budget, Low Equipment, ohne viel Schnickschnack. Fängst du genauso viel? Wahrscheinlich fängst du nicht ganz so viele Fische, weil bei mir kommt das Level noch mit dazu und 100% im Grundangeln. Dadurch habe ich eine etwas höhere Frequenz. Aber ansatzweise so viel wirst du bestimmt fangen. Und auch die Größe ist durchaus möglich, dass die natürlich dann da reinrasselt und dass man dann solche geilen Kaffeeaufträge abgibt. Zack, 78 Ocken. Sensationell. Und dazu dann noch der Rest sind 100, also 178 Silber in 20 Minuten. Schmeckt aber nu. Petri, bis zum nächsten Mal.